gilt als die schönste Frau, die die Welt jemals gesehen hat. Doch wie viel ist dran an den Mythen, die sich seit Jahrhunderten um Kleopatra ranken? Konnte die letzte Pharaonin die mächtigsten Männer ihrer Zeit einfach so mit einem Fingerschnippen verführen? Hat Kleopatra wirklich in Eselsmilch gebadet und den ersten Vibrator der Geschichte erfunden? Auch wenn die Brücke zwischen Legende und Wirklichkeit an vielen Stellen im Dunkeln liegt, ist eines unbestritten. Die legendäre Herrscherin hat tatsächlich viele erstaunliche, abgedrehte und sogar verstörende Dinge getan, von denen du garantiert noch nie gehört hast. Hast du beispielsweise gewusst, dass Kleopatra gar keine Ägypterin war? Oder dass sie auf ihrem Weg zur Macht nicht einmal davor zurückschreckte, ihre eigenen Geschwister umzubringen? Grundsätzlich sind die familiären Hintergründe der sagenumwobenen Königin überaus verworren. Fest steht jedoch, dass Kleopatra im Jahr 69 vor Christus in Alexandria zur Welt kam. Als Tochter von Ptolemaios XII. Entstammte sie allerdings nicht dem ägyptischen Königshaus, sondern dem altmakedonischen Adel. Die Frage, wer Kleopatras Mutter war, wartet bis zum heutigen Tage auf eine eindeutige Antwort, denn wir kennen schlichtweg keine antike Quelle, die diese erwähnt. Dort, wo sich die Historiker in das Feld der Spekulation begeben müssen, steht die These im Raum, dass Kleopatras Mutter ein Mitglied der Hohepriesterfamilie aus Memphis war. Dies würde auch erklären, weshalb Kleopatra im Gegensatz zu den früheren Ptolemäerkönigen die ägyptische Sprache beherrschte. Demgegenüber steht allerdings die Annahme, dass Kleopatras Eltern Bruder und Schwester waren. Aus heutiger Sicht erscheint eine solche Verbindung, gelinde gesagt, befremdlich. Doch tatsächlich war sie in vielen Königshäusern des Altertums gang und gäbe. Im Detail heirateten die Mitglieder der ptolemäischen Dynastie häufig innerhalb der eigenen Familie, um die Reinheit der Blutlinie zu bewahren. Und tatsächlich stellte auch Kleopatra hierbei keine Ausnahme dar. Kleopatra ließ ihre eigenen Geschwister umbringen. Rückblickend dürfte sich Ptolemaios XIII. Aber wohl gewünscht haben, dass er seine Schwester niemals geheiratet hätte, denn in der ptolemäischen Tradition standen nicht nur Familienehen an der Tagesordnung, sondern auch erbitterte Machtkämpfe und kaltblütige Mordkomplotte. Nachdem Kleopatra versucht hatte, den Thron für sich allein zu beanspruchen, wurde sie von ihrem Brudergatten aus Ägypten vertrieben. Im Bürgerkrieg, der darauf ausbrach, gewann Kleopatra jedoch mit Hilfe ihres neuen Verbündeten Julius Caesar die Oberhand zurück. Ptolemäus' Leben endete schließlich im Nil. Er ertrank, nachdem er auf dem Schlachtfeld eine empfindliche Niederlage erlitten hatte. Nach den Wirren des Krieges heiratete Kleopatra erneut einen ihrer Brüder, dieses Mal Ptolemaios den 14., doch von so etwas wie Romantik fehlte jede Spur. Die Experten gehen davon aus, dass die Herrscherin ihren Angetrauten umbringen ließ, um ihren Sohn zum Mitregenten zu machen. Und auch Kleopatras Schwester Arsinoe war nicht von der Skrupellosigkeit der Pharaonen gefeit. Da sie als Konkurrentin um den Thron galt, wurde sie im Jahr 41 vor Christus hingerichtet. Die schönste Frau aller Zeiten? War Kleopatras Schönheit wirklich unvergleichlich? Nun, folgt man den Aufzeichnungen des römischen Historikers Cassius Dio, so können wir diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten. Dieser schrieb, dass die Herrscherin so betörend schön war, dass sie sogar das Herz des ärgsten Frauenfeindes dahinschmelzen ließ. Allerdings sind wir gut damit beraten, derartigen Darstellungen mit einer gewissen Skepsis zu begegnen, denn grundsätzlich gilt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und tatsächlich setzte die römische Propaganda alles daran, Kleopatra als manipulative Verführerin darzustellen, die ihre weiblichen Reize als politische Waffe missbrauchte. Etwas anders klingt da schon das, was der antike griechische Schriftsteller Plutarch über Kleopatra zu sagen hatte. Dieser betonte, dass ihre Schönheit keineswegs unvergleichlich war. Stattdessen rührte ihr Charme von ihrem Redegeschick, ihrem feinen Benehmen und ihrer außergewöhnlichen Bildung. Tatsächlich beherrschte die Pharaonin nämlich bis zu einem Dutzend Sprachen und war darüber hinaus auch in der Mathematik, der Astronomie und der Philosophie ausgebildet worden. In Anlehnung daran beschreiben die ägyptischen Quellen Kleopatra als eine Königin, Zitat, die die Reihen der Gelehrten erhöhte und sich an ihrer Gesellschaft erfreute. Dort, wo unterm Strich Aussage gegen Aussage steht, lohnt es sich vielleicht, einen Blick auf zeitgenössische Darstellungen zu werfen. Allerdings erwecken die Münzen, die Kleopatras Konterfei zeigen, keineswegs den Anschein, dass sie außergewöhnlich schön war.
Im Gegenteil, die markanten Gesichtszüge und die große Hakennase legen fast schon die Vermutung nahe, dass die Pharaonin eher unattraktiv war. Böse Zungen behaupten sogar, sie war sehr hässlich. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, denn folgt man den Historikern, haben wir es hierbei nicht mit realitätsnahen Darstellungen zu tun, sondern mit einer bewussten Stilisierung. Demzufolge könnte Kleopatra also absichtlich so markant dargestellt worden sein, um ihre Macht und Stärke zu demonstrieren. Kleopatra hielt sich für eine wiedergeborene Göttin. Ganz gleich, wie Kleopatra letzten Endes auch ausgesehen haben mag, an Selbstbewusstsein mangelte es ihr keineswegs. Tatsächlich war sie nämlich felsenfest davon überzeugt, die Reinkarnation der Göttin Isis zu sein. Während diese innerhalb der ägyptischen Mythologie die Geburt, die Wiedergeburt und die Magie verkörperte, tat Kleopatra ihr Übriges, um den Reinkarnationsglauben auch in den Reihen ihres Volkes zu zelebrieren. Dazu ließ sie atemberaubende Skulpturen und Porträts anfertigen, die sie als eben jenes übernatürliches Geschöpf zeigten. Des Weiteren besaß die Pharaonin auch ein geschicktes Händchen für die irdische Inszenierung. So auch im Jahr 48 vor Christus, als sie sich in einem Teppich oder einem Leinensack eingewickelt in Julius Cäsars privates Quartier schmuggeln ließ. Im krassen Gegensatz zu dieser geschickten Heimlichkeit steht wiederum der spektakuläre Auftritt, den Kleopatra 7 Jahre später hinlegte. Nachdem die Herrscherin zu einem Treffen mit Marcus Antonius gerufen worden war, erschien sie in einer goldenen Barke mit purpurnen Segeln und Rudern aus Silber. Um die pompöse Nummer zu veredeln, war Kleopatra dann auch noch so geschminkt worden, dass sie wie die griechische Liebesgöttin Aphrodite aussah. Während Kleopatra in dieser Aufmachung unter einem vergoldeten Baldachin thronte und ihre Dienerinnen wohlduftenden Rauch fächelten, dürfte es schon bald um Marcus Antonius geschehen sein, denn der römische Triumvir glaubte, dass auch durch seine Adern göttliches Blut floss. Er hielt sich für die Verkörperung der griechischen Gottheit Dionysos. Die Königin zog persönlich in die Schlacht. Angesichts ihrer vorherigen Ehen liegt es aber auf der Hand, dass auch der nachfolgenden Liebesbeziehung zwischen Kleopatra und Marcus Antonius nicht nur die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch zugrunde lagen. Antonius hatte es auf die Ressourcen und Schätze Ägyptens abgesehen. Im selben Atemzug brauchte die Pharaonin ihren Angebeteten, um die Unabhängigkeit ihres Landes zu sichern und ihre Herrschaft zu schützen. Doch allen politischen Hintergründen zum Trotz kam auch der Spaß nicht zu kurz. Gemäß den zeitgenössischen Überlieferungen verbrachte das Paar den Winter 41-40 vor Christus damit, ausschweifende Feste zu feiern und Unmengen von Wein in sich hineinzuschütten. Derart erheitert begaben sich Kleopatra und Antonius häufig verkleidet in die Straßen von Alexandria, um den Einwohnern Streiche zu spielen. Letzten Endes heirateten die beiden und bekamen 3 Kinder, was in den Reihen der Römer jedoch einen waschechten Skandal auslöste. In diesem Augenblick witterte Octavian die Chance, seinen Konkurrenten Antonius als Verräter anzuprangern, der sich einer heimtückischen Verführerin hingegeben hatte. 32 vor Christus war die Stimmung dann so weit hochgekocht, dass der römische Senat Kleopatra den Krieg erklärte. Ihren Höhepunkt erreichte die erbitterte Fehde im darauffolgenden Jahr bei der legendären Seeschlacht bei Actium. Wenn du nun aber glaubst, dass sich Kleopatra währenddessen in einem geheimen Kämmerlein verschanzte, hast du dich geschnitten. In Wahrheit zog sie Seite an Seite mit ihrem Gatten in die Schlacht und führte mehrere ägyptische Kriegsschiffe an. Doch der Kampf entpuppte sich rasch als aussichtslos. Das Bündnis war der römischen Übermacht nicht gewachsen und angesichts der unabwendbaren Niederlage sahen sich Kleopatra und Antonius gezwungen, die feindlichen Linien zu durchbrechen und den Rückzug nach Ägypten anzutreten. Eines der größten Rätsel der Geschichte. Wie starb Kleopatra wirklich? Infolgedessen war der römische Bürgerkrieg praktisch entschieden. Octavian sicherte sich die Alleinherrschaft und eine weitere Niederlage später erfuhr Antonius vom angeblichen Selbstmord seiner Geliebten. In seiner tiefen Verzweiflung stürzte sich der ehemalige Triumvir daraufhin in sein eigenes Schwert und als er hörte, dass Kleopatra in Wahrheit wohlauf war, war er bereits dem Tode geweiht. Marcus Antonius starb in den Armen seiner Frau, doch bis heute steht der Verdacht im Raum, dass Kleopatra seinen Tod absichtlich herbeiführte, um mit Octavian doch noch zu einer Übereinkunft zu kommen. Noch größer sind indes die Fragezeichen, die Kleopatras eigenen Tod überschatten. Nachdem sie in die römische Gefangenschaft geraten war, versuchte sie zunächst durch den Hungertod aus dem Leben zu scheiden. Wahrscheinlich hatte sie erfahren, dass Octavian plante, sie im Rahmen eines Triumphzuges bis aufs Mark zu demütigen.
Jedoch durchschaute der römische Herrscher die Pläne seiner Gefangenen und drohte, Kleopatras Kindern etwas anzutun, sofern sie Selbstmord begingen. Letzten Endes sollten sich die beiden berühmten Persönlichkeiten nur ein einziges Mal begegnen, und bei eben jenem Treffen spielte Kleopatra ihren letzten großen Trumpf aus. Als ihr eine unvollständige Liste ihrer Schätze präsentiert wurde, war die gebrochene Pharaonin vollkommen außer sich. Auf diese Weise wollte sie aber wohl nur den Anschein erwecken, dass sie nach wie vor an materiellen Dingen hängt und ihr Lebenswille ungebrochen ist. Octavian schluckte den Köder, sodass die lockere Bewachung im Palast nicht weiter intensiviert wurde. Wahrscheinlich endete Kleopatras Leben am 10. August des Jahres 30 vor Christus. Wie es ihr letzten Endes gelang, Selbstmord zu begehen, ist in den Reihen der Historiker seit jeher aber heiß umstritten. Gemäß den zeitgenössischen Aufzeichnungen erschien damals ein Bauer im Palast, der Kleopatra einen Feigenkorb brachte. Und es ist anzunehmen, dass dieser Korb etwas enthielt, was es der Königin ermöglichte, in den Tod zu gehen. Doch worum könnte es sich dabei gehandelt haben? Besonders verbreitet ist die Giftschlangentheorie. Doch wie bringt man ein Tier dazu, nicht nur Kleopatra, sondern auch deren Dienerinnen Eras und Charmion gezielt zu beißen? Des Weiteren kann es mitunter mehrere Tage dauern, ehe das Schlangengift seine tödliche Wirkung vollends entfaltet hat. Vor dem Hintergrund, dass weder eine Schlange noch Bissspuren auf Kleopatras Körper gefunden wurden, ist es wahrscheinlicher, dass die Königin zwar durch Gift starb, sich dieses aber selbst injizierte oder auf eine andere Weise einnahm. Da die ägyptische Kobra als Zeichen der pharaonischen Herrschaft galt, wurde die Schlangenlegende wohl erst im Nachgang in die Welt gesetzt, um Kleopatra einen würdevollen Tod zu attestieren. Letzten Endes geht das Rätsel um die berühmteste Pharaonin der Geschichte aber bis heute weiter, denn ihre Grabstätte ist seit Jahrhunderten verschollen und niemand weiß, ob die Suche danach jemals von Erfolg gekrönt sein wird. Die Suche nach dem Like und dem Abo-Button gestaltet sich da aber schon etwas unkomplizierter. Drück jetzt gerne auf Abonnieren und lass dir nie wieder ein neues Video entgehen. Bis bald!